Die anhaltenden Regenfälle sorgen in Kärnten für Hochwasser. In den Karnischen Alpen und den Karawanken fallen in den vergangenen Tagen teilweise mehr als 200 mm Regen. An Messstationen entlang der Gail und der unteren Drau wird Hochwasser gemeldet. Die Gefahr für Siedlungsgebiete ist laut hydrographischem Dienst des Landes aber gering. Kurz nach 3 Uhr in der Nacht auf Freitag wird die Leubelpass-Bundesstraße, die B91, etwa einen Kilometer vor dem Grenzübergang zu Slowenien von 2 Muren verlegt. Laut Polizei kommen aber keine Personen zu Schaden. Die Straße ist zunächst für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Aufräumarbeiten dauern noch an.